wir sind drauf. Wunderschönen guten Abend zum Heimspiel hier in der Hackro Arena. Heute zu Gast nicht nur die BG Karlsruhe, nein, es ist ja bei den großen Fernsehsendern so, dass sich RTL, Sat1 und wie sie alle heißen, um die Quote streiten. Wir haben uns geeinigt, heute gemeinsam mit Baden TV das Spiel der Greizer Mörlins gegen die BG Karlsruhe live zu übertragen. Deshalb herzlich willkommen bei Mörlins TV und auch herzlich willkommen bei Baden TV. Und dann natürlich auch ein herzliches Willkommen an dich. Neben mir Pascal Schütt, die Zuschauer von Baden TV werden ihn kennen. Und links Martin Romig, die Zuschauer von Mörlins TV werden ihn kennen. Mein Name ist Daniel Feuchter. Aber jetzt die erste Frage an dich, bevor die Mannschaft durchs Bild läuft. Pascal, Tabellenletzter gegen den Tabellenzweiten. Sieht auf dem Papier relativ deutlich aus. Warum wird es trotzdem ein spannendes Spiel? Ich glaube, das lässt sich einfach begründen. Die letzten Spiele der BG Karlsruhe, die waren eigentlich alle ziemlich spannend. Die waren alle ziemlich eng bis in die Schlussphase. Meistens hat es dann nicht mehr geklappt, hat irgendwas nicht gepasst. Die BG hat das Spiel doch noch verloren. Deshalb, ich glaube, heute wird es wieder eine enge Kiste. Das hoffe ich für uns, für die Zuschauer in der Halle und natürlich auch für die Zuschauer an den Bildschirmen. Martin, die Serie von 11 Siegen am Stück ist in Essen gerissen. Das unterscheidet uns gegen die Karlsruhe. Die konnten in Essen gewinnen. Die Mannschaft ist soweit fit, alle sind an Bord. Starten wir heute eine neue Serie? Also mir geht es gar nicht um Serien. Ich will einfach das nächste Spiel immer gewinnen. Und ja, es ist jetzt wieder ein Neuanfang für uns. Nach einer sehr langen Serie, wo wir gefühlt eigentlich ja, praktisch unbezwingbar waren. Gefühlt natürlich. Und jetzt haben wir uns die Grenzen aufgezeigt. Wir wissen, woran es liegt. Wir haben ja auch das Spiel analysiert. Und ich hoffe, dass wir zu den richtigen Schlüssen kommen. Lass uns kurz, Pascal, die Runden der beiden Mannschaften vergleichen. Karlsruhe, wenn man die Saison, letzte Saison anschaut, war in Playoff-Halbfinale. Die Mörlins haben den Klassenerhalt dann geschafft. Playoffs waren am Ende zu weit weg. Dieses Jahr komplett verkehrte Welten. Woran liegt es deiner Meinung nach, dass Karlsruhe nicht anschließen konnte an die Leistung letzten Saison? Ich glaube, das ist Basketball. Also aber davon abgesehen, die BG hat mit ganz vielen Problemen zu kämpfen gehabt in diesem Jahr. Sie hatten schon vor Saisonbeginn einige Verletzungssorgen, immer wieder in der Vorbereitung, sind dann nie so richtig in Rhythmus gekommen. Dann wurden natürlich einige Spieler nachverpflichtet, nachdem es nicht so ganz lief. Dann müssen die erst wieder integriert werden, müssen in diese Mannschaft reinfinden, müssen den Rhythmus finden. Und genau das ist noch nicht so richtig gelungen. Also sie haben sich zwar so weit gefunden, dass sie jetzt immer wieder mithalten, aber diese Schlussphase, die kriegen sie noch nicht auf die Kette. Deshalb, ich glaube, im Moment ist das jetzt eine mentale Geschichte geworden. Das heißt, einfach in der Crunch-Time, wenn es drauf ankommt, hat dann Karlsruhe leider oft den Kürzeren gezogen. Wir schauen, wie wir uns heute entwickeln. Martin, da wir Gäste aus Baden da haben, lass uns auch einen kurzen Blick auf den Saisonverlauf der Mörlins werfen. Oh, jetzt hat es eine Cheerleaderin mit Ball getroffen, das wollten wir nicht, sorry. Ja, die Saison, wie man sie erwartet hat, oder doch mit teilweise Überraschungen dabei? Ja gut, Überraschungen, ganz klar. Also nach der, sag mal, sehr durchwachsenen Saison letztes Jahr, wo wir, sag mal, ähnliche Schwierigkeiten hatten, einen gewissen Rhythmus zu finden, also ganz schwer, einen ganz schweren Stand hatten, das ganze Jahr über oder die ganze Saison, erst, glaube ich, 3 oder 4 Spieltage vor Schluss den vorletzten Tabellenplatz verlassen konnten. Und wenn man das Revue passieren lässt, dann sieht man, eigentlich waren wir eine Playoff-Mannschaft in der Rückrunde und haben bis zum Schluss mitten im Abstiegskampf gesteckt. Also es ist eine ganz enge Kiste, diese zweite Liga. Und wie gesagt, tauschen möchte ich jetzt natürlich nicht mit Karlsruhe momentan, weil wir es ja selber am eigenen Leib erlebt haben, letztes Jahr, wie so eine Saison auch laufen kann, mit allen Eventualitäten behaftet. Und wie gesagt, also, natürlich wünschen wir Karlsruhe alles Gute, nur nicht heute. Ja. Gibt es einen Tipp von deiner Seite, wie wir es letztes Jahr dann geschafft haben? Was kann Karlsruhe da übernehmen? Ich glaube, da gibt es genug Ratschläge von allen Seiten. Der Thorsten Daume ist erfahren genug. Er weiß auch, es helfen auch keine Parolen. Manchmal muss man einfach durch. Und ich kann Karlsruhe nur empfehlen, einfach zusammenzurücken,
die Reihen geschlossen zu halten, wie unser ehemaliger Trainer Arne Alig immer zu sagen pflegte. Und immer von Spiel zu denken. Natürlich schwierig, schwierige Situation. Lass uns kurz vom Basketball weg, heute zu der Kooperation Mörlings TV und Baden TV. Freut uns riesig, dich hier als Gast zu haben, als Repräsentant von Baden TV. Erklär kurz, wie kam es zu der Kooperation, was war der Gedanke oder was stellt Baden TV dann dar für die Mörlings TV Zuschauer? Also der Gedanke war schlicht und einfach, dass wir den Karlsruher Fans die Gelegenheit geben wollten, dieses Spiel zu schauen über ihren Heimatkanal, über Baden TV und damit über uns. Deshalb haben wir, glaube ich, recht kurzfristig uns zusammengetan im Lauf der Woche, haben uns noch mal kurz geschlossen, haben da auch eine schöne Lösung gefunden, denke ich. Wir übertragen das Spiel jetzt bei uns unter badentv.com auf der Seite live, komplett und in voller Länge. Im Fernsehen läuft gleichzeitig Handball, also komplettes Sportwochenende in Karlsruhe. Für uns zum ersten Mal auf die Art und Weise, aber ich muss sagen, bestimmt nicht zum letzten Mal. Das hören wir gern. Und Sie, liebe Zuschauer, haben auch dann die Chance, uns beide während dem Spiel noch zu hören, nicht mehr zu sehen. Wir werden das Spiel von unserer Kommentatorenbank, Tribüne, Balkon, wie man es nennen möchte, begleiten. Wir freuen uns auf ein schönes Spiel der Crailsheim Mörlins gegen die BG Karlsruhe, heute hier in der Hakro Arena in Crailsheim. Auch ein herzliches Willkommen von hier oben, gerade eben angekündigt, jetzt hier oben. Willkommen im Livestream bei Mörlins TV und natürlich auch bei Baden TV. Auch ein Servus an dich, Pascal. Hallo Daniel, wir sind angekommen. Kleine Kletterpartie, aber gute Sicht von hier. Lass uns einfach jetzt kurz einen Blick auf das Spiel werfen. Du natürlich als Experte der Karlsruhe und ich versuche dann einfach die Mörlins einen Tick näher zu bringen. Ihr hattet zu Beginn der Woche ein paar Verletzungssorgen. Was ist da der aktuelle Stand? Richtig, es gab im Laufe der Trainingswoche das ein oder andere kleine Problemchen. Einerseits hat Lamont McIntosh natürlich zu kämpfen gehabt mit der Platzwunde, die er sich im letzten Heimspiel zugezogen hat. Der ist aber wieder komplett zusammengeflickt, wird heute auf jeden Fall spielen und will Vollgas geben, hat er am Donnerstag noch versprochen. TJ Bannister auf der anderen Seite hatte leichte Probleme, konnte in der Woche nicht trainieren, wird aber heute auf jeden Fall auch auflaufen. Heißt, die Verletzungssorgen, die sollen am Ende nicht die Ausrede sein, um heute hier nicht als Sieger vom Feld zu gehen. Ja, ich glaube, die Verletzungssorgen sollen auch keine Ausrede sein zu dem bisherigen Saisonverlauf. Wir haben es vorhin schon mal angeschnitten. Ihr habt jetzt wirklich die Do-or-Die-Wochen, die da vor euch stehen. Heute mit einem wichtigen Spiel gegen Crailsheim. Aber die nächsten Gegner, die da kommen, sind auch nicht von schlechten Eltern. Jena, Göttingen. Was hat sich Thorsten Daume vorgenommen? Ja, er hat sich auf jeden Fall vorgenommen, dass man sich gar nicht zu viele Gedanken über den Gegner macht. Thorsten Daume ist ganz fest davon überzeugt, dass seine Mannschaft in dieser Liga jedes Team schlagen kann. So richtig bewiesen haben sie das noch nicht, weil es in der Schlussphase nicht zusammenläuft. Habe ich ja gerade schon mal thematisiert. Heute hat er auch gerade im Vorgespräch vor ein paar Sekunden noch gemeint, es wird auf jeden Fall darauf ankommen, dass wir bis in die Schlussphase dranbleiben und dass wir es dann auf die Kette kriegen. Das wird sicher nicht einfach in Crailsheim, denn diese Halle ist bekannt dafür, dass sie ein richtiger Hexenkessel wird, wenn die Mörlins zu Hause spielen. Ich glaube, ihr habt, Daniel, erst ein Heimspiel verloren in dieser Saison, ja? Das ist korrekt, ja. Ja, da wird es für die BG eine ganz, ganz schwere Probe. Dann sag du mir doch mal als Crailsheim-Kenner, wie kann man euch denn knacken? Ah, das ist die Saison echt, echt schwer. Wir sind sowohl physisch sehr, sehr stark, haben ein sehr, sehr erfahrenes Team, vorne ran Stevie Johnson, der Kapitän, aber auch, wie war es zuletzt so schön beschrieben, der Ältestenratsvorsitzende der Mannschaft ist. Wir sind sehr breit aufgestellt. Uns hat, auch wenn das bei Karlsruhe keine Ausrede sein soll, aber das Verletzungspech bisher echt, echt noch ordentlich verschont. Und ich glaube einfach, unser Spiel ist sehr physisch, aber dennoch sehr, sehr variabel. Wir haben mit Andreas Kronhardt einen im Korb, der sehr gut treffen kann. Wir haben mit Justin Grow einen sehr variablen Spieler. Und von außen natürlich mit Carlos Medlock, dem Aufbauspieler, der zum zweiten Mal Spieler des Monats bei der jungen Liga geworden ist. Einen, ja, den man sowohl als Allrounder bezeichnen kann, der sehr, sehr gut seine Mitspieler in Szene setzen kann, aber auch weiß, wenn er mal werfen muss, wenn es auf ihn ankommt, auch mal die Fäden in der Hand nimmt. Darum ist es für mich ja wirklich schwer zu sagen, wie man die Mörlins knacken kann. Ich denke mir, eine richtig harte Verteidigung, so hat es Chemnitz gemacht beim Auswärtsspiel in Chemnitz. Sie haben wirklich von Anfang an über das komplette Feld verteidigt, haben sich die Mörlins schwer getan. Gießen hat es ähnlich probiert,
Aber letztendlich ist auch oft so, dass die Mördels dann in der Crunch-Time, in den Verlängerungen oder in den letzten drei Minuten dann auch wirklich anziehen können. Und ja, ich bin sehr gespannt. Vor allem, weil für mich Karlsruhe auch die Saison eine Wundertüte ist. Wir haben es im Vorgespräch auch schon gehabt. Ihr habt Namen in den Reihen. Jeremy Black, Javon Harris, Oliver Komarek, wie sie alle heißen, die, wenn es drauf ankommt, normalerweise ein Spiel alleine entscheiden können. Aber das haben sie wohl die Saison noch nicht so hingekriegt. Nee, das ist richtig. Aber man hat es gerade in deiner Aufzählung ganz gut gehört. Da spricht das Selbstbewusstsein eines Tabellenzweiten. Stärken auf allen Positionen quasi. Es waren natürlich zwei wichtige Spieler, die du gerade angesprochen hast. Die Matlock mit einer Dreierquote von 48%, Topscorer in dieser Mannschaft, immer gefährlich, kann mit links und rechts zum Korb ziehen. Den zu kontrollieren, das wird unglaublich schwer, hat auch Thorsten Daume gerade schon gesagt. Und Stevie Johnson am Korb. Ja, vor allem Stevie Johnson, der am Anfang in der Starting 5 war und jetzt einfach oft von der Bank kommt und dann aber genau die Energie bringt, die die Mannschaft dann braucht. Bestes Beispiel in der Verlängerung gegen Gießen. Da hat er in der ersten Verlängerung nahezu Gießen alleine, ja, in die zweite Verlängerung, hat er nahezu Crailsheim alleine in die zweite Verlängerung gebracht. Ah, Sie sehen jetzt gerade eben die Crailsheimer Stadtmauer. Ein kleiner kurzer geschichtlicher Hintergrund für alle Zuschauer bei Baden TV. Bei uns war diese Woche Stadtfeiertag und hier wird nochmal ganz kurz die Crailsheimer Stadtgeschichte nachgespielt. Sehr lange Geschichte, kurz erklärt, Crailsheim war im Mittelalter belagert. Und ihnen gingen die Vorräte aus, aber da die Crailsheimer sehr intelligent und sehr schlau sind, haben sie die letzten Vorräte genommen, daraus was gebacken, über die Stadtmauer geworfen und den dicken Arsch der Bürgermeistersfrau auch noch gezeigt. Und somit sind dann die Gegner von dann gezogen. Vielleicht klappt es heute ähnlich gegen Karlsruhe. Ich glaube aber, das Spiel wird doch eher auf dem Parkett entschieden als an der Stadtmauer. Da würde ich fast drauf wetten sogar. Aber gute Gelegenheit. Die Karlsruher sind in dem Fall die Gegner und die wollen sich ganz bestimmt nicht einfach aus der Stadt jagen lassen. Die haben sich einiges vorgenommen. Wir können jetzt auch gleich mal drauf schauen. Die Mannschaften werden gleich hier in der Halle vorgestellt. Genau, ich habe die Starting Five schon vorliegen. Wir fangen mit Karlsruhe an. Lamont McIntosh, Tim Schwarz, Andreas Büchert, Joe Brackett Bain und Jeremy Black sind die fünf Jungs, die es hier richten sollen im Kampf gegen Abstieg. Und ganz kurz reiche ich Ihnen auch noch die Starting Five der Merlins nach. Justin Groh, Carlos Matlock, Philipp Friedel, Jonathan Moore und Stevie Johnson. Die Starting Five ist die der letzten Spieltage auch, oder gibt es hier eine Überraschung? Da gibt es im Grunde eine Überraschung. Ja, Ruven Rössler, der steht nämlich nicht in der Startformation, hat mir Thorsten Daume schon vor dem Spiel erklärt. Er sagt, der gute Ruven Rössler, der muss einfach zu viel machen während der Partie. Und deshalb will er ihn diesmal von der Bank bringen, auch als Überraschung für Crailsheim. Ob das klappt, wird sich jetzt sicher zeigen. In die Starting Five gerückt ist dafür Tim Schwarz. Er hat ein super Spiel gemacht gegen Kirchheim vor zwei Wochen. Da hat er allein im zweiten Viertel 5 Dreier getroffen. Gebracht hat es der BG am Ende nicht. Sorry, es war nicht gegen Kirchheim, es war gegen Nürnberg schon. Der ist aber in die Starting Five reingerückt. Ich glaube, Mannschaftsvorstellung BG durch, jetzt kommt die Heimmannschaft. Genau, wer Ruven Rössler kennt, weiß, dass er in Crailsheim schon oft heiß gelaufen ist. Aber jetzt viel Spaß bei der Spielervorstellung der Crailsheim Merlins. Wir begrüßen mit mir unseren Leonidas, Pastor Kamaskos!
habe es vorhin noch angesprochen, Stevie Johnson, letzten Spiele von der Bank. Heute in der Starting Five bei den Merlins. Noch ganz kurz die drei Schiedsrichter der heutigen Partie. Bastian Bench, Armin Mutapcic und Andreas Bohn. Nette Geschichte am Rande. Bastian Bench und Armin Mutapcic haben bereits das Spiel in Karlsruhe gegen die Merlins gepfiffen. Das soll weder Vorteil noch Nachteil sein. Einfach eine kleine Randinfo hier von uns. An das Spiel hat Crailsheim auf jeden Fall noch gute Erinnerungen, haben sie nämlich gewonnen. 83-70 damals. Zur Halbzeit lag Crailsheim noch zurück, hat sich dann in der zweiten Hälfte aber rangekämpft. Aber gegen eine Karlsruher Mannschaft, die damals noch völlig anders aussah. Zum Beispiel Topscorer war Ferguson mit 17 Punkten, der ist im Moment leider verletzt. Außerdem Dion McDuffie hat 11 Punkte gemacht. Einige Karlsruher Fans wissen es, der hat die BG mittlerweile auch im Winter verlassen. Ja, und so Rob Ferguson, der kennt die Halle hier auch sehr gut. Hat auch eine Saison schon bei den Crailsheim Merlins gespielt. Schade, dass er heute verletzt ist. Ich hätte ihn gerne noch mal spielen sehen. Aber noch 2 Minuten bis zum Sprungball. Und ich glaube, wir haben die Infos soweit ausgetauscht, dass es heute am Faschingswochenende, wobei man muss sagen, Crailsheim nicht die Faschingsregion ist, deshalb die Hakro Arena auch wieder sehr, sehr, sehr gut besucht. In Karlsruhe sieht es ein wenig anders aus. Da geht es doch närrisch zu zurzeit. Die großen Höhepunkte kommen aber erst noch am Dienstag. Zum Beispiel der traditionelle Karlsruher Umzug. Aber auch heute schon einige Umzüge in der Region. Das wissen die meisten Zuschauer aus dem Raum Karlsruhe ganz sicher. Trotzdem schön, dass es einige geschafft haben, sich jetzt vor ihre Computer und Fernseher zu setzen und hier Zeuge zu werden vom Spiel. Die BG im Abstiegskampf, die Crailsheim Merlins können ganz locker aufspielen. Was erwartest du von der Partie? Also ich glaube, dass die Merlins nicht locker aufspielen werden. ich bin gespannt, wie die Merlins das vierte Viertel in Essen verkraftet haben und wie die Jungs die Woche trainiert haben. Es war wohl, ich habe auch noch die Presseberichte gelesen, aber wirklich so, dass das vierte Viertel, ja, dass da wohl komplett die Mannschaft am Stück keine Leistung mehr gezeigt hat und deshalb auch verloren hat. Ich denke, sie werden heute nochmal ordentlich Moral zeigen. Wobei natürlich immer wie beim Boxen auch die angeschlagenen Gegner sind die gefährlichsten. Und ich habe immer noch ein Auge auf Ruben Rössler, der vielleicht auch erst dann im zweiten Viertel kommt, aber der hier in Crailsheim schon so, so oft heiß gelaufen ist. Darum tippe ich ganz klar auf die Merlins. Der Heimtipp, nachvollziehbar natürlich. Du hast auch schon ganz viele Heimspiele in diesem Jahr. Live. Das Spiel der BG Karlsruhe wird Ihnen präsentiert von Init, The Future of Mobility und Eva Waschpark Ettlingen-Herzstraße. Kurz unterbrochen von der Werbeeinblendung, aber jetzt dein Tipp. Ich tippe drauf, dass es auf jeden Fall wieder eine richtig enge Kiste wird. Ich bin ganz ehrlich sehr, sehr gespannt. Die BG hat in den letzten Wochen immer wieder es geschafft, dran zu bleiben. Wir haben es schon mehrfach thematisiert. Es ist eine Kopfgeschichte. Wenn Thorsten Daum es in dieser Woche geschafft hat, diesen Abstiegskampf ein wenig aus den Köpfen der Spieler rauszuholen und sie zu fokussieren, dann könnte für die Karlsruhe heute was gehen. Aber es wird schwierig genug. Das glaube ich auch in der Halle. Wobei die Karlsruhe auch mit, was ich gehört habe, 30 Fans angereist sind, um hier ihre Mannschaft zu unterstützen. Aber jetzt geht's ins Spiel. Sprungball, noch kurzes Hallo von Jay Moore an Thorsten Daum, die Sie natürlich auch kennen. Und jetzt Sprungball Moore gegen Andreas Blüchert. Und bald für die Merlins. Carlos Mettler gegen Payne. Und Philipp Friedl mit dem ersten Wurf. Tim Schwarz sichert sich den Rebound. Und die BG drückt aufs Tempo. Jeremy Black, den kann er machen, den zweiten Versuch. Ist er drin? Die ersten Punkte, die hat auf jeden Fall mal die BG gemacht. Die erste Führung für Karlsruhe. Und wieder Medlock. Und
Conchain Moore hat Platz. Genau davor hat Thorsten Daume noch sein Team gewarnt. Er hat gesagt, er hat keine super Dreierquote, aber an einem guten Tag, da kann der auch mal 5 von 7 machen. Er wird jetzt darauf hoffen, dass heute keiner dieser guten Tage ist. Der erste war jedenfalls drin. Herr Moore doch sehr variabel, kann unter dem Korb mal auch locker 10 Rebounds in dem Spiel holen. Kann aber auch von außen, wie du sagst, mal einen Dreier einstreuen. Aber das kann McIntosh auch, und zwar mit der Shot Clock. Ganz wichtig für ihn, früh den Rhythmus zu finden. Er ist auch auf dem Feld, um der Mannschaft Stabilität zu geben und sie ein wenig zu führen. Von den zweiten verschießt Jay Moore. Der ja von Karlsruhe in der vorletzten Saison nach Greilsheim gewechselt ist. Richtig, die BG hätte ihn sehr, sehr gerne gehalten damals, aber er hat sich für den Wechsel nach Greilsheim entschieden. Und es war dann auch eine sehr große Freude, sowohl bei den Verantwortlichen als auch bei den Fans, als klar war, dass er wieder zurückkommt. Philipp Friedl mit seinem zweiten Versuch, auch der geht daneben. Und er ist so ein Spieler, der dann wirklich am Anfang wirklich heiß laufen kann und dann auch die Sicherheit aus den Würfen braucht. Greilsheim hat es jetzt in der Anfangsphase gleich 4-mal aus der Distanz probiert. Überraschend für dich? Nein. Wenn ich sehe, dass Grow, Friedl und Matlock auf dem Parkett sind, sind das wirklich Shooter, die auch von außen werfen können. Natürlich hat jetzt Jay Moore den ersten Dreier getroffen. Aber das war jetzt keine Überraschung. Und vor allem mal auch die Zone bei Karlsruhe doch relativ groß besetzt ist. Und da ein Johnson noch ein bisschen den Größennachteil gegen Black hat, überrascht mich das nicht besonders. Und Offensiv-Rebound von Stevie Johnson, Philipp Friedl frei. Kick-out. Und wieder war es der Versuch aus der Distanz. Auf der anderen Seite die BG, vor allem Brock Heath Payne, hat jetzt schon mehrfach aufs Tempo gedrückt. Sie suchen den Weg zum Korb, hat gerade einen Foul gezogen, dafür die beiden Freiwürfe vergeben. Aber die Richtung, der Gameplan, der scheint klar. Und Moore probiert es zum dritten Mal. Und er sitzt. Ich war neulich im Training und habe auch zugeschaut, wie sich Matlock und Moore ein kleines Battle geliefert haben. Und zwar, wenn Sie nachher das Fairbank-Logo auf dem Parkett sehen. Von da haben die beiden versucht zu treffen. Und da hat Jay Moore wirklich, ich glaube, 3 von 3 getroffen. Aber Tim Schwarz kann das auch. Auf der anderen Seite. Über ihn sagt Thorsten Daume auch klar, er ist ein Spot-Up-Shooter. Er kann genau diese Dinger. Wenn er gut bedient wird, wenn er frei steht, dann drückt er auch mal 4-5-3 in Folge rein. Wie gegen Nürnberg. BG auf jeden Fall gut ins Spiel reingefunden. 8-6 Führung in der Anfangsphase. Und Stevie Johnson kämpft sich den Ball. Philipp Friedl mit dem Fuß auf der Linie, 2 Punkte. Das war einfach klasse gespielt. Da sieht man, dass die beiden schon die ganze Saison zusammen auf dem Parkett stehen. Schöner Pass von Matlock, der ihn hier bedient. Ja, der auch oft wirklich den Blick hat für seine Mitspieler. Aber auch Philipp Friedl ist einer, der pro Spiel immer den einen oder anderen Assist wirklich einstreuen kann. Er zieht zum Korb und macht dann den Kick-Out-Pass, während sich hier Jay Moore den Rebound holt. Joe Payne, sein, dass es Foul bekommt. Auch das, Thorsten Daume hat davor gewarnt. Carlos Matlock, sehr flexibel, kann mit links, mit rechts zum Korb ziehen. Und da hat er den freien Weg gesehen, kann nur noch mit einem Foul gestoppt werden. Thank you.
Langer Wurf, langer Rebound, aber auch im zweiten Versuch klappt es nicht für Crailsheim. Die haben noch nicht so recht den Rhythmus gefunden von draußen, oder? Die Crailsheimer? Ja. Nein, nein, nein. 2 von 8 ist nicht die Quote, die man von draußen vielleicht erwartet. Aber auch schon. Trotz der Quote bleiben die Merlins im Spiel. Und Wechsel bei Karlsruhe. Payne geht raus und für ihn kommt neu die Nummer 15, Bannister. Da können wir jetzt gespannt sein, wie fit er wirklich ist. Er war, wie gesagt, im Lauf der Woche angeschlagen, konnte nicht trainieren. Weißt du genau, was er hatte? Erkältung oder? Nee, es war körperlich. Ohne jetzt präzise zu wissen, wo am Körper es gezwickt hat, aber es war ein körperliches Problem. Das ist eigentlich die Körperbewegung, der Move von Stevie Johnson, auf dem ich gewartet habe, vielleicht auch ein Teil der Halle. Das kann er wirklich teilweise nachts im Schlaf. Gerade aber nicht. Vielleicht zu viel Schlaf. Ja. McIntosh gegen Crow. Und der nächste Rebound von Stevie Johnson. Und ich glaube, da ist er einfach am Fuß von Jeremy Black hängen geblieben. Kein Foul, Ball bleibt bei Karlsruhe. Die Hälfte des ersten Viertels ist rum und der Mann, vor dem du am meisten Angst hast, sitzt immer noch auf der Bank. Rufen Rössler. Na, aktuell braucht die BG ja auch nicht, da das Spiel noch ausgeglichen ist. Wenn du mich fragst, kann er auch ruhig noch ein bisschen auf der Bank bleiben und sich seine Energie dann für die Crunch-Time aufheben. Aber genau da kann er ganz schön wehtun. Das hat, glaube ich, auch Crailsheim schon zu spüren gekriegt. Nicht nur einmal. Kaum davon gesprochen, jetzt steht er bereit zum Wechsel und wird aufs Feld kommen. Na, es gibt so ein, zwei Spieler, die in Crailsheim wirklich schon oft heiß gelaufen sind. Ruben Rössler einer. Und von Kirchheim, Radi Tomasevic, den die Halle hier irgendwo gefällt. Ruben Rössler auf jeden Fall mit neuer, sehr luftiger Frisur. Wahrscheinlich das Gegenteil des Playoff-Barts. Ja. Pick-and-Roll-Versuch von Crow auf Stevie Johnson, der misslingt. Und Bannister kann das Fastbreak abschließen mit dem Alley-Oop-Aufspiel anspiel. Und das machen sie nicht zum ersten Mal. Wieder mal war es AJ Calvin mit dem Alley-Oop. Ein schlampiger Pass jetzt von Jay Moore. 4-Punkte-Führung. Karlsruhe kann hier erhöhen. Sprungballentscheidung, Ballbesitz für Karlsruhe. 4-Punkte-Führung im ersten Viertel. Hast du das so erwartet, mal die Frage an dich? Ja, also irgendwie schon, weil die BG, wie gesagt, in den letzten Spielen immer wieder, die ersten 2, 3 Viertel lief es doch ganz gut. Dementsprechend, es kommt nicht so richtig überraschend. Und ich habe gerade schon ein bisschen gezuckt. Noch keine Crunch-Time. Noch, ja. Und jetzt auch Doppelwechsel bei den Merlins. Andreas Kronert und Jormann Polas kommen ins Spiel für Stevie Johnson und Philipp Friedl. Stevie Johnson hat die BG bisher doch sehr, sehr gut im Griff. Der kommt noch nicht so recht zur Entfaltung. Woran liegt's? Na, ich denke, dass einfach unter dem Korb auch einfach ein, zwei Spieler sind, die ihm körperlich überlegen sind. Und er vielleicht auch noch ein bisschen Spielrhythmus braucht. Und jetzt kommt Andy Kronhardt, der ein paar Zentimeter mehr hat und der jetzt auch zu seiner Form gefunden hat. Und ein Jormann Polas, auf den Kielz jetzt in der Defense zu achten, ist für mich einer der besten Defense-Spieler der Liga und steht jetzt auch bei Ruben Rössler. Er hat schon reingeschaut von Calvin
hat sich aber dann doch noch anders entschieden. Knappe Sache hier. Und Matlock macht's alleine und gleicht wieder aus. Mit viel, viel Tempo zum Korb. Genau solche Sachen will Thorsten Daume mit seiner Mannschaft verhindern. In dem Fall ist es nicht gelungen. Ja, da war, der Weg war frei und dann kannst du Matlock einfach nur mit dem Foul stoppen. Aber das ist natürlich noch zu früh, um hier jedes Mal einen Foul zu nehmen. Und jetzt Foul von Andy Kronhardt. Bannister. Komarek, auch ohne Glück im ersten Versuch. Auch 2 von 6. Die BG mit bereits 4 Teamfouls, sind noch 2 Minuten zu spielen. Im ersten Viertel. Und die Merlins haben gewechselt. Frankie Sullivan ist auf dem Parkett. Schnelle Hände von AJ Calvin. Trotzdem bleibt Kreilsheim im Ballbesitz, noch 7 Sekunden auf der Wurfuhr. Und Rössler gegen Bullas. Bullas macht die 2 Punkte, baut die Führung für die Merlins aus. Er stellt ihn hier schon zum zweiten Mal vor große Probleme mit seinem Tempo beim Zug zum Korb. Ja, das ist das Spiel von Jörmann Polas, der aber auch von außen mal einen einstreuen kann. Und der wirklich auch die Saison bei den Mörlern ein richtiger Glücksgriff war. Er kam aus der Regionalliga, er hat in München gespielt, hat eine deutsche Frau. Und da hat das Scouting der Mörlins gute Arbeit geleistet. Schwieriger Wurf, gut verteidigt in dem Fall von der BG. Und die drückt aufs Tempo durch Calvin. Fast Breakpoints. Und die Führung. Genau diese Fast Breaks sind es, die Thorsten Daume auch öfter sehen will. Er hat gesagt, wir haben uns in den letzten Spielen, gerade in der Schlussphase, zu oft auf unsere Offensive verlassen. Da muss mehr aus der Defensive kommen. Nur so können wir einfache Punkte im Fast Break, uns erarbeiten. Und da stand Komarek sehr frei. Gutes Auge von Ruben Rössler. 5 Punkte Führung. Letzter Angriff wahrscheinlich im ersten Viertel. Und dann wird das erste Viertel mit einer Führung für die BG enden. Kleine Abstimmungsprobleme. Wieder ganz gut verteidigt von der BG. 1,3 Sekunden haben wir noch auf der Uhr. Und für die kommt Tim Schwarz nochmal zurück aufs Feld. Da machen sich auch zum ersten Mal die BG-Fans hier in der Halle bemerkbar. 14:19, so geht's in die Viertelauszeit nach dem ersten Viertel. Und ein Blick auf die Statistik zeigt mir Jörmann. Polas 4 Punkte, Jay Moore mit 6 Punkten. Und bei Karlsruhe ist er ausgeglichen. Andre Calvin 4, Lamont McIntosh 5, Tim Schwarz 3, Oliver Komarek 2. Breit gescored. Also denke ich auch für mich der Grund für die Führung. Jetzt in die Viertelpause. Nur 14 Punkte für Kreilsheim im ersten Viertel. Ist überraschend für dich? Na, wenn ich die Dreierquote sehe, 2 von 9, dann weiß ich, wo die wenigen Punkte herkommen. Ja. Wie ist das in so einem Spiel? Glaubst du, die Merlins neigen vielleicht auch dazu, die BG ein wenig zu unterschätzen, so den Tabellenletzten? Ja, das habe ich mich auch gefragt, wo ich hier in die Halle gefahren bin, wenn das so ist, wenn du mit einer Siegesserie von 11 Spielen kommst. Ich glaube aber, dass das vierte Viertel in Essen dann doch den Merlins gezeigt hat, dass wir nicht die sind, wo hier kommen und mal locker
aufspielen, im Training spielen und jeden nach Hause schicken? Nein, ich glaube nicht. Und ich glaube auch, dass Will Young bzw. Darren Stackhouse, wenn sie das Gefühl haben, die nochmal ordentlich die Zügel anziehen. Ich weiß, dass im Training die Woche nochmal richtig hart trainiert wurde. Kann ich mir schwer vorstellen. Wird sich jetzt zeigen im zweiten Viertel. Aber natürlich hat die Karlsruhe jetzt ein bisschen Rückenwind. Wobei du sagtest auch, die ersten zwei, drei Viertels waren oft nie das Problem bei Karlsruhe. Es war dann oft eher die Crunch-Time. Genau. Und Thorsten Daumer hat mir vor dem Spiel nochmal gesagt, wir brauchen Spiele wie das in Essen, wo wir es schaffen, wenn wir in Probleme kommen. Und solche Phasen gibt es in jedem Basketballspiel mal, dass es nicht ganz so läuft. Wenn wir in diese Probleme kommen, dann müssen wir anfangen, dagegen zu halten und diese Läufe der Gegner rechtzeitig stoppen. In Essen hat das geklappt. Am Ende das Ergebnis, man hat es gesehen, die BG hat gewonnen. Ansonsten ging es oft schief. Da kam der Gegner durch einen Lauf dann ins Spiel und die BG konnte nicht mehr kontern. Schrittfehler von Jay Moore. Ja, das habt ihr uns voraus. Ihr habt in Essen gewonnen. Ist wahrscheinlich das nicht. Eine der wenigen Dinge, die wir euch dieses Jahr voraus haben. Das sei mal so hingestellt. Zwei Punkte, Ruben Rössler. Stand auf der Linie, aber passt. Sieben Punkte Vorsprung. Kronhardt gegen Komarek. Ja, natürlich auch eine kurze Info an alle Mörlins TV-Zuschauer. Sie können mit uns chatten im Chatfenster bei Mörlins TV. Können Sie sich über das Spiel austauschen oder einfach auch nur das Spiel komplett genießen. Harter Defense-Kampf, Rössler, Polas mit dem besseren Ende für die Mörlins. Ja, und kurz auch von unserer Seite, wer über Baden TV dabei ist, während es hier ganz schön wild auf dem Feld zugeht, der kann natürlich auch mit uns in Kontakt treten, zum Beispiel auf unserer Facebook-Seite mitdiskutieren zum Spiel und die Meinung loswerden. Sehr gerne. Und wieder Polas gegen Rössler. Wer sieht Bennett, dass er da frei steht? Frei stand. Und wieder Jürgen Polas. Aus dem Rebound raus geht's ganz schnell bei Crailsheim. Und das passt Thorsten Daume überhaupt nicht. Zwei Minuten rum im zweiten Viertel. Da will er jetzt mal mit seinen Jungs besprechen, was da gerade los war. Und ich glaube, es war jetzt Auszeit, ja, Auszeit Karlsruhe. Schnell aus dem eigenen Rebound oder aus dem Ballgewinn raus. So hat Crailsheim gerade 6 Punkte in Folge erzielt, ist wieder dran bis auf einen Zähler. Das ist schon eher das Spiel, das den Zuschauern hier in der Halle passt, oder? Ja, wobei ich immer im zweiten Viertel noch nicht so richtig das Spiel lesen kann. Es ist nach wie vor eng. Die Mörlins haben sich rangekämpft. 6:5. Jetzt ist es im zweiten Viertel. Und die Crailsheimer Fans sind eigentlich bekannt dafür, dass sie durchweg mitgehen. Das hat man auch letzte Saison gesehen, als es wirklich ja, wie Krütze lief, wenn man das Wort in den Mund nehmen darf. Auch hier war die Halle immer voll. Und es hat mir auch gezeigt, dass jetzt die Crailsheimer nicht unbedingt ein Erfolgspublikum sind. Und wir hatten diese Saison den Cut von unserem langjährigen Hallensprecher Pimp oder Danny auf zwei neue. Und hier natürlich auch der Fanclub ist eine große Rolle, die beiden Neuen zu unterstützen. Das machen sie sehr gut. Und auch die Halle geht sehr mit. Und natürlich macht es gleich auch der Halle einfach Spaß, die Saison zuzuschauen. Diese Halle, diesen Hexenkessel, den will die BG sogar für sich nutzen, hat Thorsten Daume vor dem Spiel noch gesagt. Er hat gemeint, es sind einige dabei, denen passt das, wenn die Stimmung eigentlich komplett gegen sie gerichtet ist. Da ist nicht der Druck des Heimpublikums auf den eigenen Schultern, wenn es nicht so läuft. Da kann man frei aufspielen und zeigen, wo der Hammer hängt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Allen voran
der schon oft besagte Ruben Rössler. Oh, starker schöner Block. Block von Jeremy Black. Aber da kann die BG nichts draus schöpfen. Das war jetzt zwei, dreimal viel zu schlampig im Passspiel. Viel zu unpräzise, da kriegt Reil seinen Finger dazwischen und ist auch schon wieder im Ballbesitz. Weil es immer noch sehr, sehr viele Würfe von außen sind. Das war gerade Simon Polas mit 4 Punkten und vorhin Carlos Mettler, der mal direkt zum Korb gezogen ist, aber nach wie vor versuchen die Merlins ihr Heil von außen zu finden. Und Ruben Rössler mit dem zweiten Versuch, der auch nicht das Ziel findet. Das war auch nicht ganz das Ziel dieses Spielzugs. Stark gemacht in der Zwischenzeit. Mit Foul. Wieder war der Weg zum Korb komplett frei. Ja, genau, du sagtest es auch, das war nicht das Ziel des Spielzugs. Ich glaube einfach, da hatte Ruben Rössler entweder die Idee direkt zu werfen oder ihm fehlte der Ansprechpartner auf dem Platz, der den Ball fangen kann. Ich glaube, es fehlte ihm die Zeit. Es war noch eine Sekunde auf der Wurfuhr. Das kommt dann noch erschwerend hinzu. Deshalb musste er den dann nehmen. Jetzt Frankie Sullivan mit dem Bonusfreiwurf. An Payne ist doch lange auf der Bank. Ist schon mit 2 Fouls belastet. Vielleicht auch deshalb etwas längere Pause. Auch im dritten Versuch, erfolglos. Das sind vielleicht die Easy Points, die du gegen die Merlins machen solltest. Auch wenn es hier noch sehr, sehr eng ist. Sehr clever von Andy Kronert. Sieht, dass die Passwege zu sind. Spielt Black an den Fuß. 6 Sekunden noch für diesen Angriff. Und noch erst ein Teamfoul bei Karlsruhe, noch keins bei den Merlins. Merlins ist ja eine Mannschaft, die sehr, sehr wenig faulen. Wie sieht das bei Karlsruhe aus? Kommt, glaube ich, auf die Spielsituation an. Nein, das war sehr diplomatisch. Es kommt drauf an. In der Hinrunde hatten sie zeitweise sogar das Problem, dass durch die fehlende Intensität in der Verteidigung dann auch sehr, sehr wenig gefoult wurde. Aber das hat sich im Ergebnis nicht positiv niedergeschlagen, sondern eher dazu geführt, dass einfach der Wille gefehlt hat auf dem Parkett. Das ist mittlerweile besser geworden, auch weil die Rotation tiefer ist und mehr Optionen zur Verfügung stehen. Dennoch besonders viel fault die BG auch jetzt nicht. Gerade Black an Kronert. Das war aber auch sein erstes Foul. Und jetzt Andy Kronert von der Freiwurflinie. Gibt es noch ein wenig Gesprächsbedarf zwischen Schiedsrichtern und Kampfgericht, aber geht sicher gleich weiter mit den beiden Freiwürfen. Und Andy Kronert mit einer 70-prozentigen Quote von der Linie. Nicht schlecht für einen großen Mann. Wollte ich gerade sagen, ja. Er hat auch wirklich gut ins Team gefunden. Hatte zu Beginn der Saison etwas Verletzungspech und hat dann aber in der Zeit, als Stevie Johnson ausgefallen ist, hier wirklich sehr, sehr starke Leistungen gezeigt. Und auch in Chemnitz zum Beispiel wichtige Punkte in der Crunch-Time gemacht, auch wenn jetzt hier beide verlegt. Es gab einen großen Umbruch in der Mannschaft der Merlins vor dieser Saison. Es gab einige neue im Kader. Die haben sich aber sehr schnell gefunden, oder? Ja, das war auch für mich so wegen der Schlüsselfaktor, was macht das Team, wenn es sich neu findet. Wobei man hat das Team um Jay Moore, Justin Groh, Stevie Johnson und Philipp Friedl drumherum aufgebaut. Das heißt wirklich punktuell ergänzt. Und natürlich mit einem Point Guard wie Carlos Mettler, der hier wirklich eingeschlagen ist, war das dann Ergebnis und das ist auch der aktuelle Tabellenstand.
auch wenn ihr Frankie Sullivan das Foul bekommt. Aber ja, was machst du nach so einer Saison, wo du kurz vorm Abstieg stehst? Wo das Team auch in der Saison sich teilweise nicht gefunden hat, sich sehr, sehr schwer getan hat. Es waren dann teilweise Krüppchenbildungen, so wurde mir zumindest berichtet. Ja, da musst du einfach die mitnehmen vielleicht, die dir gezeigt haben, sie wollen dennoch. Und einfach darum ein neues Team aufbauen. Auch wenn lange nicht klar war, dass Jonathan Moore wieder zurückkommt. Er hatte ja auch Angebote, so wie ich weiß, aus der BBL. Aber hat sie dann letztendlich wieder für die Greizer Merlins entschieden. Stevie Johnson war schon am letzten Spieltag in Leipzig klar, dass er bleibt. Dort auch im Interview im Livestream wurde es kommuniziert und da war natürlich die Freude groß, weil er doch derjenige war, der am Ende der Saison die Kohlen aus dem Feuer geholt hat. Ingo Enzkat, unser sportlicher Leiter, hat ihn mal als den Missing Link bezeichnet. Also anders als der BG ist es Crailsheim gelungen, diese Schlüsselspieler im Team zu halten. Die BG hat natürlich einige Spieler gehalten, aber einen, den sie unbedingt halten wollten, den mussten sie dann doch ziehen lassen. Nämlich Aufbauspieler Michael Stockton, spielt mittlerweile BBL in Ludwigsburg. Sicher letztes Jahr ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ganz wichtiger Spieler, der die BG in den Playoffs bis ins Halbfinale geführt hat. Und natürlich, der Name Stockton birgt auch für Qualität im Basketball. Sein Papa war ja Spieler in der NBA. Und an diese Leistung hat er bei der BG anknüpfen können. Und dann ist es natürlich auch schwer, so einen Spieler zu halten. Er spielt im Halbfinale. Ja, dann hat natürlich nicht nur das Scouting der Konkurrenten in der gleichen Liga ein Auge auf ihn, sondern natürlich auch das Scouting der Höhenliga. Und natürlich ist da auch finanziell wahrscheinlich einiges mehr machbar in der Pro A. Wobei ich nicht die Spielzeit von ihm im Blick habe, die er in Ludwigsburg hat. Er war, glaube ich, einer der Schlüsselspieler beim Sieg gegen Alba. Okay, von daher hat es sich gut gemacht. War gerade auch ein interessantes Duell. Das waren zwei große deutsche Jungs, nämlich Andi Büchert und Andi Kronhardt, die da aufeinandertreffen jetzt am Korb. Interessantes Duell. 3 Sekunden, Pfiff. Ja, jetzt spielen die Merlins auch eher mal in die Zone rein zu Andi Kronhardt oder Stevie Johnson. Aber der Punktestand bleibt konstant. 22-23 und das war das Offensivfoul von McIntosh, wenn ich es richtig gesehen habe. Genau, hat versucht, sich etwas Platz zu schaffen, aber etwas zu robust offenbar für die Schiedsrichter. Offensivfoul. Es ist auf beiden Seiten offensiv ziemlich zäh zurzeit, oder? Ja, 8 Punkte für die Merlins im zweiten Viertel und erst vier Punkte für die Karlsruher. Der Kampfgeist stimmt, aber der Rhythmus, der fehlt noch ein wenig. Bannister, noch 3 Sekunden. Ja, den musst du alleine nehmen. Macht er auch gut und erlöst die BG damit von dieser Schwächephase in der Offensive ein wenig. 25-22 führen die Karlsruher. Ah, der hat auch reingeschaut von Philipp Friede. Und wieder Bannister. Sekunden, 3. Den muss er jetzt wild nehmen. Und das nächste Foul von Bannister. Sein zweites in diesem Spiel. Und auch gleich kommt der Wechsel. War aus der Sicht der BG gar nicht so unclever, das Foul war notwendig, um den Fastbreak, um den Schnellangriff zu stoppen.
zwingt Kreisheim jetzt Instant Play. Andi Grunert außerhalb Distanz. Hatte da viel, viel Platz, den ihm die BG gelassen hat. 2 Minuten 20 jetzt noch. Und es bleibt die erwartet enge Party. Ballbesitz für die Merlins. Gerade die Punkte von Kronert waren ein gutes Beispiel. Da war Andi Büchert damit beschäftigt, mit der Hilfe, nachdem der Block gestellt wurde. Deshalb sein Gegenspieler frei, macht die Punkte für die Merlins. Ich wollte gerade sagen, das ist auch das Spiel, das Carlos Medlock beherrscht, aus dem Dribbling den Dreier zu nehmen. Justin Grow mit der Führung für die Gastgeber. Und gleich die Auszeit von Thorsten Daume, der hier noch kurz mit dem Schiedsrichter diskutiert. Ich glaube, es geht noch um die Szene. 3-4 Angriffe zuvor, als Andi Büchert angeblich offensichtlich im Ausstand Schiedsrichter abgepfiffen hat. Das passt Thorsten Daume gar nicht. Der hat das etwas anders gesehen. Ja, da lässt er aber Zeit verstreichen, um seine Mannschaft zu coachen. Aber das übernimmt, wenn ich es richtig sehe, Javon Harris gerade. Genau. Hat er in den letzten Wochen seit seiner Verletzung immer wieder getan, ist immer mehr reingewachsen in diese Rolle als heimlicher Co-Trainer, den die BG eigentlich nicht hat. Er bespricht sich auch vor dem Spiel in der Halbzeit sehr, sehr lange mit Thorsten Daume. Thorsten Daume, ideal Rounder bei der BG. Ich meine, er hat ja auch das Amt des Geschäftsführers inne und des Trainers. Die Doppelbelastung ist natürlich auch nicht von schlechten Eltern. Ja, ganz bestimmt sogar. Führt zu einem langen Arbeitstag, kann man von ausgehen. In seinem Arbeitsvertrag sind bestimmt Überstunden mit inbegriffen. Er hat die berühmte Flatrate. Ja, ist natürlich gerade in einer Phase, wenn es nicht so gut läuft, nicht einfach. Wenn man dann in der Geschäftsstelle beschäftigt ist, vielleicht auch noch sich umschauen muss, wenn man nachverpflichten möchte. Gleichzeitig aber natürlich auch das Training leiten und die Mannschaft, den Kopf der Mannschaft oben halten, nicht so leicht. Ja, natürlich bietet er auch doppelt Angriffsfläche, sowohl als Geschäftsführer als auch als Trainer. Und wir wissen alle, dass wenn es nicht läuft, gibt es sehr, sehr viele, die dann einfach andere Meinungen haben. Aus ihrer Sicht bessere Meinungen, wir kennen das auch aus der letzten Saison. Und da war Buchenrössler im Infight. Mit Andi Kronert, die Halle hat es bemerkt. Schönes Spiel von Stevie Johnson auf Carlos Medlock. Letztendlich macht Justin Grow die Punkte. Medlock zu Johnson. Rössler orientiert sich Richtung Johnson. So war der Wurf frei. Und das war der erste Dreier. Das war vielleicht das, was er gebraucht hat. So dieser kleine Infight, diese Nickeligkeiten, das Publikum, das kommt, das stachelt Ruben Rössler ja auf. Erster Dreier sitzt, Ausgleich. Noch 37 Sekunden in der ersten Hälfte. Ein Infight ging so hart, dass mittlerweile, wenn ich es richtig sehe, sein Trikot auch gerissen ist. Er hat ein paar Spuren hinterlassen. Und da das das fünfte Foul war, oder mehr als das fünfte Foul war, der BG gibt es jetzt Freiwürfe für Carlos Medlock. Und das war auch das dritte Foul von Joe Bain. Bain oder Payne? Brockeith Payne. Brockeith Payne, ja. Sorry, du hast es vorhin mir abseits das Mikro ist gesagt. Aber es war richtig, es war das dritte Foul. Das ist für die BG gar nicht so praktisch. Denn Payne gilt eigentlich als der bessere Verteidiger ein wenig. Bannister mehr für die Offensive, Payne in der Defensive ein kleines bisschen stärker. Und jetzt
auch der Wechsel für Payne. Kommt Schwarz. Und noch 26 Sekunden im zweiten Viertel. Damit haben wir jetzt auch eine Konstellation auf dem Feld, die zu Hause gegen Nürnberg im zweiten Viertel super funktioniert hat, nämlich Rössler und Schwarz gemeinsam. Macht Thorsten Daume gar nicht so gern. Jetzt probiert er es mal wieder aus. Und noch eine Sekunde, den muss er wild nehmen. Und Wofür nicht mehr gezählt. 30-28, so geht's in die Halbzeit. Dein Fazit? Es war eine intensive Partie. Es geht eng zur Sache. Und ich finde, man merkt beiden Mannschaften an, dass sie noch nicht so richtig im Rhythmus sind. Vor allem im zweiten Viertel gab es jetzt auf beiden Seiten sehr, sehr viele Fehler. Sie haben beide versucht, aufs Tempo zu drücken, aber mit wenig Erfolg, haben immer wieder Ballverluste sich geleistet, haben schlechte Pässe gespielt und auch bei eigentlich einfachen Würfen einige Punkte liegen lassen. Ja, man sieht es auch an den Wurfquoten im Zwei-Punkte-Bereich. Karlsruhe 42%, 8 von 19, die Merlins 11 von 20, 55%, 3 Punkte, 2 von 12, die Merlins, Karlsruhe 4 von 13, auch an den Turnovers 8 zu 7, das spiegelt der Punktestand wieder. Es wird kein High-Scoring-Game werden, vermute ich. Und wir haben aber in der Halbzeit sowohl Javon Harris als auch Ingo Enzka am Mikrofon und sagen bis gleich. Bis gleich. Hier bei den Greizer Merlins. Spielstand 30-28. Wir haben uns geeinigt, das so mehr oder weniger Splitscreen-mäßig zu machen. Rechts die Seite Baden-TV, links die Seite Merlins-TV. Man kann auch sagen, du wirst die Karlsruhe-Fragen stellen und ich werde die Fragen an Ingo Enzka stellen, aber natürlich die Gäste zuerst. Ja, im Moment 2 Punkte vor für euch, für eure Seite. Deshalb jetzt die Frage an Jay Harris. What has to happen in the second half to win this game? More of the same. Defense, rebounding, attacking the basket a little bit more than we did in the first half. We played well. Both teams got a little nerves in them. It's going to come down to defense. Also ich habe ihn gefragt, was muss die BG Karlsruhe in der zweiten Halbzeit tun, um die 2 Punkte Rückstand wettzumachen und das Spiel noch zu gewinnen? Er meint, eigentlich dasselbe wie bisher. Viel, viel Defense spielen, rebounden, hart zum Korb gehen. Eigentlich wollen sie es genauso weitermachen, wie sie es angefangen haben. Ingo, die Frage an dich. Die Wurfquoten sind bei beiden Mannschaften relativ gering. War das für dich jetzt das erwartet knappe Spiel? Oder ging der Gameplan noch nicht so auf, wie ihr es gedacht habt? Also das erwartet knappe Spiel vom Ergebnis, ja. Dass wir natürlich versuchen, in den Anfangsminuten nur von der Dreierlinie unser Glück zu suchen, war dann doch sehr optimistisch. Nach 4 Minuten hatten wir, glaube ich, 8 Dreier genommen und 2 Zweier. Wenn du triffst, kannst du das machen, aber wenn du nicht triffst, musst du das auch irgendwann merken. Und glücklicherweise haben wir es dann irgendwann umgestellt, eine bessere Balance gefunden und ich hoffe mal, das geht so weiter. Alles klar. Wir sind gespannt. Also ich wünsche auf jeden Fall Jay Harris good luck for your team. Thank you for the interview. See you later. Er geht zurück zur Mannschaft, Ingo auch. Wir gehen zurück auf die Moderatorenkabine, wünschen Ihnen viel Spaß weiterhin beim Spiel. Greizer Merlins gegen die BG Karlsruhe bei Merlins TV und natürlich auch bei Baden TV. Genau, bis gleich. Wir nutzen die Minute, die uns noch bleibt im zweiten Viertel, irgendwas in der Halbzeit, um auf die Spielstände in der anderen Halle, in den anderen Hallen zu schauen. Kirchheim gegen Essen 60-69, auch hier ist noch Halbzeit. Gießen gegen Paderborn 41-48, läuft bereits das dritte Viertel. Wir haben bereits am 28.02. hat Magdeburg gegen Gotha verloren 70-81. Heute 18 Uhr Cuxhaven 78-74 gegen Heidelberg. Chemnitz gegen Leverkusen 92-84 ist auch gelaufen. Und Göttingen gegen Nürnberg, 90-73. Das spielt alles nicht unbedingt in die Karten der BG. Doch, eigentlich doch. Schon. Magdeburg verloren, Leverkusen verloren, Cuxhaven verloren. Ist natürlich ganz wichtig für die BG. Wenn sie da heute 2 Punkte holen würden, wären sie wieder dran. Und genau, ja, seit 5 Sekunden geht es weiter. Jetzt werden es wieder sehen. Block. Oh, unsportliches Foul. Und Shane Moore trifft den.
Ich nenne ihn Harlem Globetrotters Wurf. Aber so wie der Schiedsrichter hat den Ball gar nicht mehr beobachtet, der zählt natürlich nicht. War auch etwas zu spät, glaube ich, aber er hätte es verdient zu zählen. Sagen wir es mal so. War natürlich nicht besonders clever von Olli Komarek, der zwar den Fastbreak stoppen will, aber wenn keiner mehr dahinter steht, muss er damit rechnen, dass es dafür ein unsportliches Foul gibt. Und das war natürlich so ein Hallo-Wach-Effekt für die ganze Halle nach 15 gespielten Sekunden. Cemo macht beide, 4 Punkte Führung und zusätzlich Ballbesitz für die Merlins. Und prompt ist die Halle da. Die Stimmung passt gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit. BG muss jetzt aufpassen. Beginnt übrigens wieder ohne Ruben Rössler. Vielleicht ist er doch nicht ganz fit. Unter der Woche war er wohl angeschlagen. Fenster, Block von Komarek. Der jetzt seinen zweiten Dreier von außen trifft. Ist das seine Stärke als Großer? Das ist absolut seine Stärke. Dafür ist er bekannt, dafür war in Heidelberg bekannt. Der Wurf von außen, das ist genau das Ding von Olli Komarek. Und genau deshalb kann er für die BG auch wichtig sein. Der kann mal 3, 4, 5 Dinger reinmachen in so einem Spiel. Ballbesitz für Karlsruhe. Das war jetzt auch für die BG sehr, sehr wichtig, nach diesem unsportlichen Foul keinen totalen Fehlstart in die zweite Halbzeit zu erwischen. Hätte auch anders laufen können, aber durch den Dreier sind sie ja wieder dran. Ja, auf ja. Sie haben dann noch einen Tritt gefunden noch. Und es geht genauso eng weiter, wie die erste Halbzeit geendet hat. Wennesdorf, McIntosh. Das war eigentlich richtig, richtig gut gespielt, aber McIntosh verpasst den einfachen Korbleger wieder. Aber dann ist Black da, der dann beim Rebound gefoult wurde. Und nun Ausgleich. Hat in der ersten Hälfte sehr, sehr viel geackert am Korb. Ist auch nicht leicht gegen Leute wie Stevie Johnson. Aber es wurde noch nicht so richtig belohnt. Black mit 8 Rebounds, mit Abstand der beste Rebound-Sammler bei der Karlsruhe. Aber auch im gesamten Spiel allein. Nur Stevie Johnson kann ihn noch mit 6 folgen. Johnson reboundet sich seinen eigenen Wurf. Ja, das war dann der 7. Rebound und die 2 Punkte gab es zum Bonus hinterher. Und es ist wirklich sehr, sehr hart verteidigt von beiden Mannschaften. Da sag ich's. Und Jay Moore bekommt sein 3. Foul. Sein 2. Foul, sorry. Diese kleinen Dinge, die sind ganz wichtig in solchen Spielen. Diese 2, 3, 4 Punkte, die man an der Freiwurflinie eventuell liegen lässt und die am Ende ein Spiel entscheiden können. Die haben der BG in den letzten Wochen auch oft sehr wehgetan. Heute von der Freiwurflinie, glaube ich, ganz gut, oder? 50%, 3 von 6. Wobei die Mörder mit 4 von 7 dort auch nicht die Kohlen aus dem Feuer holen über die Freiwurfquote. Also von wegen ganz gut. 3 von 6 ist natürlich nicht das, wo sie hinwollen, aber es waren auch noch nicht besonders viele. Das war auch ein schöner Touchpass von Stevie Johnson auf Jay Moore. Ja, aber die Quoten ziehen sich generell durch das Spiel. Die sind generell nicht bei beiden Mannschaften sehr hoch.
nach Rebounds ausgeglichen. 25, der Merlins 22. Der Karlsruhe. Und der Korb zählt auch. Hat er clever gemacht, mit viel Erfahrung. Den Schlag gespürt, trotzdem noch den Wurf abgesetzt und die Punkte eingesammelt. Ausgleich und die Chance zur Führung für die Karlsruhe. Da war McIntosh, wie man es noch so schön sagt, in the move. Macht er die zwei Punkte. Ja, und keine Mannschaft kann sich jetzt so richtig absetzen. Für mich ist immer so das dritte Viertel. Ja, das entscheidende Viertel hat eine Mannschaft einen Lauf. Kann sie mit einem Vorsprung in den letzten Abschnitt gehen, aber das ist aktuell nicht der Fall. Auch wenn jetzt Philipp Friedl seinen ersten Dreier in dieser Partie trifft. Da springen ihm zwei Mann entgegen und trotzdem ganz abgezockt macht er ihn rein. Ja, das ist natürlich auch was, was für Crailsheim jetzt wichtig werden könnte. Wenn diese Dreierquote, Ingo Enskart hat sie in der Halbzeit auch angesprochen, wenn die jetzt besser wird und sie anfangen zu treffen, dann muss die BG richtig aufpassen. Weil wenn ich auch bei Ingo Enskart zwischen den Zeilen mitgehört habe. Das war ich mir auch nicht sicher, ob das jetzt Rückspiel war, egal. Wenn aber Ingo Enskart zwischen den Zeilen gehört hat, war das aber auch nicht der Gameplan, von außen zu werfen. Ja, wir hatten uns ja selbst gewundert in der Anfangsphase. Schon so viele Dreier genommen nach 4-5 Minuten. Ingo Enskart hat es dann auch angesprochen. Das hat ihm selber nicht gepasst. Und jetzt wird es spannend. Eine Sekunde noch. Und das ist jetzt sehr frei. Und mit Glück geht er auch rein. Ja, war gar nicht schlecht gespielt für eine Sekunde auf der Uhr. Und das nächste Foul von Jeremy Black. Sein zweites. Wir haben im zweiten Viertel die Teamfouls schon mal angesprochen. Jetzt Crailsheim mit frühen 4 Teamfouls, noch 6 Minuten zu spielen. Wir müssen jetzt in der Defensive ein bisschen vorsichtiger zu Werke gehen. Und Sprungball. Diesmal für die Merlins. Also sprich Ballbesitz. Kapitän Ruben Rösler kommt zurück aufs Feld und dirigiert gleich mal seine Mitspieler. Mal sehen, ob er in der zweiten Hälfte einen besseren Touch in der Offensive findet. Ich glaube aber auch wieder, dass gegen ihn Jormann Polas verteidigen wird. Und da war André Kelvin mit beiden Händen an Stevie Johnson dran. Das ist nicht erlaubt. Polas hat das wirklich gut gemacht in der ersten Halbzeit gegen Rössler. Und wieder geht es ziemlich wild zur Sache hier. Und das war der zweite Offensiv-Rebound nacheinander. Und da muss Carlos Bettler doch aufpassen, dass er nicht das Foul bekommt. Und das war der gleiche Pass wie in der ersten Halbzeit, nur dieses Mal versenkt ihn Stevie Johnson. Im dritten Anlauf hat es dann geklappt. Du brauchst eben nur Geduld. Rössler musste den Wurf nehmen, das waren noch 3 Sekunden jetzt auf der Wurfuhr. Und wenn die Merlins diesen Angriff erfolgreich abschließen, haben sie sich ein kleines Polster
herausgearbeitet. An der Tip-In wird nicht vollendet von Stevie Johnson. Sehr aggressiv jetzt die Verteidigung. Und da ärgert sich Joma Bolas, dass er beim ersten Mal den Punkt nicht macht und beim zweiten Mal den Punkt auch nicht. Das wäre nämlich dann ein 3-Punkt-Spiel, zumindest die Möglichkeit dafür gewesen. Ich glaube, beim ersten Wurf konnte er sich nicht so recht entscheiden, ob er ihn jetzt stopfen will oder einfach nur reinlegen. Genau das hatte ich auch im Kopf. An der Sprungkraft scheitert es bei ihm nicht, aber er kann aus dem Stand dann auch mal stopfen. Naja, jetzt muss er sich die Punkte auf jeden Fall erstmal verdienen. Mühsame Arbeit. Und Rebound. Der Karlsruher. Da macht Bolas nur einen von, wenn man den ganzen Spiel sogar drei möglichen. McIntosh jetzt frei. Schön den Block ausgenutzt. Jetzt auch die BG mit einem Offensiv-Rebound. McIntosh wieder frei. Diesmal passt er. Und das waren auch wichtige drei Punkte für die BG, dass sie hier dranbleiben. Denn so bleibt es nur noch bei 2 Punkten Rückstand, bei 3 Minuten 33 noch im dritten Viertel. Es ist aber zu sehen in dem dritten Viertel hier, dass die BG einige Schwierigkeiten hat, den Ball in Richtung Korb zu bringen. Vor allem aus dem Setplay raus, aus dem Angriffsspiel. Im Fastbreak, da geht es dann noch aus dem Setplay echt schwierig. Deshalb war es jetzt das zweite Mal, dass ein Dreier sie im Spiel hält. Erst war es Komarek, diesmal McIntosh. Ja. Und auf der anderen Seite die Merlins vergeben 2 einfache Punkte. Also die Idee war gut auf das Anspiel von Stevie Johnson unterm Korb. Aber das haben die Karlsruher auch irgendwann verstanden. Und trifft Kelvin. Steht hier 42-42 und wir fangen wieder bei 0 an. Naja, 13 Minuten haben wir noch für eine Entscheidung. Mindestens 13. Und immer wieder Johnson, Matlock. Bolas mit dem Rebound. Calvin war ja schon unterwegs zum Fastbreak. Diese Offensiv-Rebounds, die tun der BG richtig, richtig weh. Waren schon einige in der zweiten Halbzeit jetzt. Ja, aber die Mördels schaffen es aber auch nicht immer, daraus Kapital zu schlagen aus diesen Offensiv-Rebounds. Von daher tun sie zwar weh, aber im Ergebnis legt sie es noch nicht unbedingt nieder. Was natürlich für die Mördels schade und ärgerlich ist, aber für die BG noch die Option offen hält. Philipp Friedel. 4 Sekunden, jetzt muss er abschließen. Na, nimm das Foul. Das will AJ Calvin nicht so recht wahrhaben. Es war das 5. Teamfoul. Heißt Freiwürfe. Und das 2. Foul von Andrew Calvin. Jetzt kommt Payne zurück. Für die letzten 2 Minuten. Im 3. Viertel. Und Philipp Friedel mit seinen Punkten 6 und 7. Philipp Friedel, ein Spieler, der schon sein 2. Jahr jetzt in Crailsheim verbringt, also ja, einer der Verbliebenen aus der etwas verkorksten ja letzten Saison. Der hat schon eine ganze Deutschlandtour quasi hinter sich der vorher. Kam rum, ja. Hat er bei euch jetzt seine Heimat gefunden? Also er fühlt sich sehr wohl. Er hatte die letzten Spiele ja eine kleine Schwächephase. Er hat seine Würfe nicht getroffen. Dennoch hat die Mannschaft dann immer gewonnen. Und das war dann auch die Aussage von ihm. Naja, klar, wenn es an mir nicht läuft, aber er kann sich zumindest auf die Mannschaft verlassen.
Und er fühlt sich, so wie er es zumindest sagt, immer in Crailsheim sehr wohl. Seine Freundin hat er mitgenommen, die arbeitet mittlerweile auch hier in Crailsheim. Hat, glaube ich, in der Sommerpause auch sein Sportmanagement-Studium abgeschlossen. Und ja, ist auf der deutschen Position für die Merlins ein wichtiger Spieler. Weil er einfach auch mal den Ball nach vorne tragen kann. Aber wie du sagtest, er ist schon weit rumgekommen. Und die Mannschaft, wo er gespielt hat, Osnabrück und Düsseldorf, die haben dann meistens die Saison drauf Insolvenz anmelden müssen. Das war so ein Running Gag zu Beginn der letzten Saison, als Philipp Friede kam. Aber dem ist nicht so solide aufgestellt in Merlins. Wieder die beiden Deutschen im Duell, Andy Kronhardt, Andy Büchert. Diesmal etwas zu sehr geschubst, geschoben beim Rebound der Andy Kronhardt. Das schickt den Andy Büchert an die Linie. Und er kann wieder ausgleichen, beziehungsweise auch die BG in Führung bringen. Er kann die Führung ausbauen. Er kann die Führung ausbauen, ach ja. Ich hatte einen verschobenen Blick. Jetzt erzähle ich die Geschichte. Du hast vorhin gesagt, Andy Kronhardt eigentlich ein guter Freiwerfer, 70%, dann hat er zwei versägt. Andy Büchert hat im letzten Spiel ein paar Probleme von der Freiwurflinie gehabt. Diesmal macht er beide rein. Er hat wohl trainiert. Auch wenn natürlich du Freiwürfe trainieren kannst, aber letztendlich, da gibt es ja die ganz nette Story aus der NBA mit Shaquille O'Neal, der den besten Freiwerfer der Welt als Coach hat. Es war ein Spiel aus so einem All-Star Harlem Globetrotters Team. Und der hat noch 100 Stück, 99 getroffen, aber selbst er hat es nicht hinbekommen, Shaquille O'Neal, das Freiwerfen beizubringen. Zu muskulös. Ich weiß es nicht, ich habe nie mit ihm sprechen können darüber. Aber vielleicht hole ich in der Offseason nach, mal gucken. Seiner Karriere hat es auf jeden Fall nicht geschadet. Daran hat die Karriere von Shaquille O'Neal nicht gelitten. Wenn es aus dem Feld nicht klappt, dann eben von der Freiwurflinie. Gilt jetzt für beide Mannschaften, die sehr, sehr intensiv agieren an beiden Enden des Feldes. Letzte Minute angebrochen, 2 Punkte Führung für die BG. Und Rössler. Defense-Duell gegen Jormann Kolas, der sich hier nicht aufs Spielchen einlässt. Da hat doch einiges gefehlt. Ja. Zeit und Platz. Aber auch jetzt die Defense der Karlsruhe sehr dicht. Sprungball. Der nächste. Damit dürfte die BG dann den letzten Angriff in diesem Viertel haben. Wir haben übrigens gerade was Interessantes gesehen, hat die BG heute schon öfter gemacht. Sie haben versucht, im Passweg zu stehen und den Pass zu verhindern. Eigentlich nicht das Spiel von Thorsten Daume. Hatte aber vor dem Spiel schon angekündigt, heute wollen sie es ab und an mal einsetzen, um die Pässe zu den starken, großen Jungs am Brett zu verhindern. Ja, das hat bisher auch sehr gut geklappt, zumindest die letzten 2, 3 Angriffe. Auch der Dreier war doch weit, weit daneben. 1,4 Sekunden. Für einen Wurf reicht's, aber ob der noch gut sein wird. Und natürlich Ruben Rössler. So geht's ins vierte Viertel. 2 Punkte Vorsprung für die BG. Keine Mannschaft konnte sich richtig absetzen. 15-19 isoliert. Der spielt schon im dritten Viertel. Eigentlich mal wieder so ein typischer Halbzeitstand nach 3 Vierteln. Ja. Von da. Aber wir haben es vor dem Spiel schon gesagt. Ich habe dir
gesagt, ich erwarte eigentlich ein enges Spiel, bei dem die BG bis ins Schlussviertel mithalten kann. Das ist jetzt eingetreten und jetzt kommt genau dieses ominöse Schlussviertel. Was wird jetzt passieren? Wenn man einfach rein mal die Statistik bemüht, ohne Emotionen reinzulegen, wird so sein, die BG hat sich, wie du sagtest, die Saison schwer getan, dann im letzten Viertel nochmal die Energie zu zeigen. Rein statistisch wird dann die BG einbrechen und die Merlins gewinnen, aber wir wissen, Statistik ist ein Indikator, aber nicht ausschlaggebend. Ich bin gespannt, aber ich habe auch bei den Merlins noch den Eindruck, dass sie an ihrem spielerischen Limit spielen. Siehst du das bei Karlsruhe auch so? Ähnlich. Zumindest offensiv auf jeden Fall. Ich finde auf beiden Seiten defensiv ist es gar nicht schlecht. Die machen beide viel Druck, machen die Würfe jetzt relativ schwer. Im zweiten Viertel waren es einige Fehler. In dem dritten hatte ich jetzt den Eindruck, dass es auch viel Druck in der Defensive war. Ich denke, offensiv haben beide wirklich noch Luft nach oben. Gerade was das Rausspielen von guten Dreiern anbetrifft, hat die BG jetzt zweimal geschafft, aber auch einige schlechte Würfe genommen. Bei Crailsheim sieht es relativ ähnlich aus. Und bei den Crailsheimer einfach nur auf die Quote zu gehen bei den drei Punkten, 17% getroffen, die BG bei 33, auch nicht das Grüne vom Ei, das Gelbe vom Ei, aber immerhin besser. Ja, und so geht es ins Viertel. Nebenbei bemerkt, die BG mit 33% hat eigentlich ihren Saisonschnitt. Ui. Die Crailsheimer sehen da etwas besser aus. Ja. Sie haben 38 im Verlauf der Saison, 38% getroffen. Und jetzt wird Frankie Sullivan den Aufbau der Merlins übernehmen, der ja in der Mitte der Saison zum Team dazu gestoßen ist, um einfach ein bisschen Carlos Matlock zu entlasten auf der Aufbauposition. Aber er ist so ein typischer Spieler, der die 1 und die 2 bedienen kann. Das hat er bisher auch gezeigt. Kam aus Finnland nach Crailsheim, glaube ich. Hat so 9 Punkte ungefähr im Schnitt beigesteuert. Gar nicht so schlecht. Er ist schon ganz gut eingeschlagen, oder? Er war auch schon mal hier in Crailsheim und zwar in der Saisonvorbereitung spielen die Merlins mittlerweile traditionell gegen ein Team aus Finnland. Kuvot heißen die beiden. Kuvot, Kuvola. Oh, während hier Jay Moore einen wirklich unnötigen Ballverlust provoziert. Ja, er hat hier schon gespielt. Er war im Trade bzw. in der Auswahl bei Frankfurt in der BBL. Das hat er sich nicht durchsetzen können. Wurde dann von den Finnen aufgenommen. Er ist praktisch von Frankfurt, hat die finnische Mannschaft am Flughafen getroffen, zum Vorbereitungsspiel nach Crailsheim gekommen, hat in der Finnland gespielt und ist jetzt wieder zurück nach Crailsheim. Ganz lustig. So am Rande die Geschichte. Nicht lustig aus Merlins Sicht. Jetzt der 4-Punkte-Vorsprung für die Karlsruher. Nachdem Jay Moore mit einem Ballverlust diese 2 Punkte eingeläutet hat. Payne steht für die BG jetzt auf dem Feld mit 4 Fouls, 9 Minuten vor Ende. Justin Grow, mehr oder weniger in den letzten Sekunden der Shot Clock. Und Offensivfoul der BG. Andre Kelvin, drittes Foul von ihm. Und auch schon das dritte Teamfoul nach gerade mal etwas mehr als einer Minute im Schlussviertel. Das könnte zum Ende hin nochmal spannend werden. Wieder Crow gegen McIntosh. Mit dem Blick für Jormann Polas, der stark zum Korb gecuttet ist, auch gleich gefunden wird. Schöner Spielzug. Den Ball wollte. Ausgleich. Wilder Wurf von McIntosh. Allerdings nur ans Brett. Die
Die BG hat ein großes Problem. Sie kommt nicht zum Brett durch. Sie kriegt so gut wie keinen leichten Wurf am Korb. Anders als Kreisheim, die ziehen hier jetzt wenigstens das Foul. Aber wieder Einzelaktion, schön zum Korb gezogen. Nur noch durch einen Foul zu stoppen. Auch wenn sich Frankie Sullivan hier ärgert, dass er die zwei Punkte nicht macht. Wechsel bei Karlsruhe. Und zwei Freiwürfe für Frankie Sullivan. Blick in die anderen Hallen. Kirchheim gegen Essen, 88-90 und noch 43 Sekunden zu spielen. Und wir verlegen die Karlsruhe den eigenen Rebound. Gießen Paderborn 64-66 und noch 5 Minuten im vierten Viertel. Da bekommt die BG die Strafe für den Fehler im Rebound. Einen Dreier um die Ohren. Und Justin Groh mit seinem zweiten Foul. Das ist jetzt eine ganz, ganz wichtige Phase für beide Mannschaften. Kreisheim aktuell mit einem 8-0 Lauf, hat gedreht von 4 Punkten Rückstand auf 4 Punkte Vorsprung. Die BG wieder mal im Schlussviertel in der Situation, wo sie sich nicht abschütteln lassen darf. Bisher 2 Punkte. Bei der BG, jetzt Calvin von außen, oh, und er rollt raus. Und der passt. Der passt. Da verschaffen sie sich etwas Luft in diesem Spiel. Ein Punkt Rückstand, 7 Minuten, es bleibt eine richtig enge Kiste. Ruben Rössler mit seinem ersten Foul. Und dem fünften Teamfoul. War ohnehin in der Wurfbewegung, aber gibt jetzt auch 2 Freiwürfe und die gibt es in Zukunft nach jedem Foul. Da zittert sich rein der erste von Frankie Sullivan. Der jetzt in diesem Spiel 5 Punkte hat. Und der wollte nicht rein. Wie sieht es denn mittlerweile mit der Quote aus? Im 2-Punkte-Bereich haben sich die Mördes deutlich verbessert, hier 50%. Während Karlsruhe bei 39 noch ist. 3 Punkte, 21, 35, Karlsruhe mit 35. Und bei der Freiwurfquote 59% bei den Merlins und 77 bei Karlsruhe. Auch Rebounds sind ausgeglichen. 34, 31. Assists 8-7. Turnovers 10-5. Steals 5-5. Also sämtliche Statistiken spiegeln das Ergebnis des Spiels wieder. Und Justin Groh holt sich hier den Rebound gegen noch den doch deutlich größeren Andreas Bürchert. Wieder was. Ein Offensiv-Rebound. Wieder die BG, 4 Punkte hinten. Ah. Und das war das zweite Foul von Jörmann Polas. Nein, aus diesem Ballgewinn konnten jetzt die Merlins kein Kapital schlagen. Und Doppelwechsel. Das ist auch ein bisschen die Geschichte dieses Spiels. Ballgewinne, ja. Und dann einfach viel, viel Hektik in den Fastbreaks, in den Versuchen, das Spiel schnell zu machen. Immer wieder Fehler, die dann wirklich Punkte und Gelegenheiten kosten. Ja, richtig. Erinnert mich teilweise ein bisschen an Streetball. Ja. Und Auszeit. Karlsruhe. Sehr spätes Timeout.
Ja, Thorsten Daumer hat jetzt etwas Zeit gehabt, sich zu überlegen, ob er den will. Hat sich dafür entschieden. Elf zu fünf im fünften Viertel. Bei ein bisschen mehr als vier Minuten gespielt, vier Punkte Vorsprung. Es ist für mich aber nach wie vor noch alles drin. Auf jeden Fall. Ist noch nicht vergessen, ja. Payne mit vier Fouls, Burchard mit drei Fouls, Calvin mit drei Fouls, aber auch bei den Merlins, Andy Kron hat bereits drei Fouls. Ich denke, das würde zum Ende des Spiels dann nicht mehr entscheidend sein, die Foulbelastung der einzelnen Spieler. Entscheidend wird jetzt einfach die Energie sein. Genau, die mentale Stärke. Und da hat Crailsheim, muss man natürlich klar sagen, eigentlich den Vorteil auf seiner Seite. Sie haben schon mehrfach bewiesen, auch wenn es in Essen jetzt anders war in den letzten Wochen und Monaten, dass sie in dieser Schlussphase genau die Schippe nochmal drauflegen können, den Schalter umlegen. Die BG hat genau da ihr Problem in den letzten Wochen gehabt. Also ich glaube, es wird jetzt eine Sache, die im Kopf entschieden wird in der Schlussphase. Ja. Sobald die BG das Gefühl eines Déjà-vus hat, dann wird es vielleicht eng für die Jungs aus Karlsruhe. Aber vier Punkte, wir wissen es, ist im Basketball nichts. Ich denke, für die BG werden die nächsten ein, zwei Minuten dann wirklich entscheidend werden. Was machen sie draus? Ja, wieder aggressiv verteidigt. Und jetzt hat Frank Sullivan natürlich Zeit. Justin Crow. 6 Sekunden noch. Und der nächste Offensiv-Rebound. Das entwickelt sich in der zweiten Halbzeit immer mehr zum größten Problem der BG. Da verteidigt man 24 Sekunden ganz gut, verwehrt dem Gegner den Wurf und am Ende sammelt der den Offensiv-Rebound ein. Und da spricht auch die Statistik mittlerweile eine deutliche Sprache. 13 zu 8 im Bereich der Offensiv-Rebounds. Ich habe keine Statistik aus der Halbzeit vorliegen, aber ich denke, in der zweiten Halbzeit hat sich das hauptsächlich so entwickelt. Drittes, viertes Viertel, klares Plus für Crailsheim. Ja, das Gefühl habe ich auch, dass da wirklich die Bretter kontrolliert werden. Jetzt auch lange, lange Andy Kronhardt auf dem Parkett, der allein 7 Rebounds jetzt geholt hat. Shane Moore mit 8 Rebounds, aber auch ein Justin Grow, der nicht der größte Spieler ist, hat hier 6 Rebounds schon fischen können. Sechs Punkte Vorsprung für die Merlins. Und jetzt sollte die BG mal einen Angriff erfolgreich abschließen. Sie haben erst 5 Punkte im vierten Viertel auf dem Habenkonto. Sie versuchen es immer wieder im 1 gegen 1, aber mit mäßigem Erfolg. Der Weg zum Korb, der ist oft ziemlich dicht. Und ja, dann kommt auch eine gute Hilfe am Korb, muss man natürlich auch klar sagen. Sullivan und Moore gerade gemeinsam. Und da wollte Bannister ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand, aber das Foul gezogen. Zwei wichtige Punkte an der Freiwurflinie von ihm geholt. Carlos Matlock bekommt jetzt eine sehr, sehr lange Pause. Sitzt schon längere Zeit auf der Bank. Ja, weil, ist richtig. Weil es einfach funktioniert? Ja, oder weil man ihn vielleicht dann doch noch braucht in den letzten 3-4 Minuten. Das ist echt stark. Crailsheim setzt da immer wieder nach am offensiven Brett, sei es beim Rebound oder sei es auch dann, wenn der Rebound weg ist, dann wird halt Druck gemacht auf den Spieler, damit kein Schnellangriff zustande kommt. Das machen sie sehr, sehr clever. Und Röster bisher sehr, sehr gut aus dem Spiel gehalten. 8 Punkte von ihm, 4 Rebounds.
Und da steht Jamo frei. Nur nicht da, wo der Ball hingeht. Und Wechsel bei Karlsruhe. So, jetzt kommt Carlos Medlock wieder zurück bei nächster Gelegenheit. Nein, jetzt wird doch Rössler gesucht als Go-To-Guy. Ein starker Block. Aber der hat jetzt seine Meister, glaube ich, in Jormann Polas und aktuell Andi Kroner ein Stück weit gefunden. Die BG vertraut jetzt die ganze Zeit schon auf ein Team mit Tim Schwarz und mit Ruben Rössler. Andi Büscher sitzt auf der Bank. Nils Menk hat noch keine Minute gespielt. Stimmt. Ja. Und dann kommen solche Aktionen, das macht natürlich das Leben für die BG ein bisschen doppelschwer. Nils Menk übrigens auch letzte Woche zu Hause gegen Kirchheim das Spiel auf der Bank verbracht. Er hat Thorsten Daume noch gesagt, der hat einfach nicht gut trainiert in dieser Woche. Den konnte ich heute nicht einsetzen. Offenbar ist es nicht besser geworden. Zumindest hat er auch Stand jetzt noch keine Spielzeit bekommen. Schrittfehler. Ja, Schrittfehler. Den musste er pfeifen. Entweder bekommt der Carlos Medlock das Foul oder den Schrittfehler. Die lassen relativ viel zu, die Schiedsrichter. Geht schon hart zur Sache. Aber fair. Bei 20. Und Bannister zieht zum Korb. Und schraubt sein eigenes Punktekonto auf 13 Punkte hoch. Jetzt beginnt sie langsam, diese vielbesagte Crunch-Time. 2 Punkte Rückstand für die BG. Jetzt zählt jeder Angriff. Und da war Jormann Polas wohl mit dem Fuß im Aus. Das gibt jetzt der BG hier nochmal zurück, ins Spiel zu kommen. Die Chance. Weil sie mit 2 Punkten Rückstand eigentlich schon im Spiel sind, aber nochmal auszugleichen. Ich denke, das gibt dann auch nochmal ordentlich einen Schub. Foul geht gegen Black. Der hat wohl etwas geschoben. Heißt dabei in dem Fall auch gleich Freiwürfe. Mannschaftsfoulgrenze längst überschritten, haben wir bereits gesagt. Ja, statt dem Ausgleich jetzt die Crailsheimer Chance, wieder auf 4 Punkte davon zu ziehen. Mit Andi Kronhardt. Der jetzt hier was für seine Quote tun kann. Und das auch tut. 4 Punkte, 7 Rebounds bereits von ihm. Oh, der zweite sitzt. Hat er sich in der Halbzeitpause abgeschaut beim Schülerspiel? Ja, definitiv. Und wieder Röstler. Verteidigt von Moore. Black gegen 3, holt sich den Rebound. Hauptzeit nicht. Aber ja, Andreas Bohn schon auf dem Weg war, diesen Korb anzuzeigen. Foul geht gegen Andi Kronert, war sein 4. Und nun auf Freiwürfe. Für die BG.
Gute Quote für die BG heute von der Freiwurflinie in der Zwischenzeit übrigens. Das sehen Sie jetzt natürlich nicht. Ruben Rössler steht bei Thorsten Daumer. Der wird nochmal besprochen, wie es denn taktisch in den letzten 2 Minuten und 7 Sekunden noch funktionieren soll. Und Timeout der Merlins. Diesen kleinen Lauf der BG gleich gestoppt. 15 zu 11 mittlerweile im vierten Viertel. Ja, 2 Minuten, 7 Sekunden haben wir noch auf der Uhr. Ist das jetzt das Spiel, das wir vor dem Beginn der Partie erwartet hatten? Wenn ich ehrlich bin, habe ich es nicht so erwartet, nein. Ich habe dann echt gedacht, dass sich die Merlins im dritten Viertel zumindest absetzen können, war so meine Hoffnung. Aber ich bin auch wirklich überrascht von der Defense-Leistung der Karlsruhe, die hier wirklich die Zone gut zumachen, wie du es vorhin schon erwähnt hast, hier keine einfachen Bälle reingeben. Die Merlins natürlich mit einer Quote vom 3-Punkte-Bereich, die unterirdisch ist, muss man so sagen, mit 18%. Das spielt auch noch in die Karten. Ja, und Ratzfatz hat sie dann 60-85 bei noch 2 Minuten und 7 zu spielen. Und für mich sehe ich hier aktuell keinen Unterschied zwischen Tabellenzweiten und den Tabellenletzten. Es sind jetzt noch 2 Minuten 7 Sekunden, wir haben es gerade mehrfach gesagt. Auf welche Spieler wird es jetzt ankommen? Das ist die Phase im Spiel, wo wenige Plays gelaufen werden, wo mehr 1 gegen 1 gespielt wird, wo die Intensität an beiden Enden hochgehalten wird. Auf wen kommt es an? Wen wird Crailsheim suchen? Ich denke, dass Crailsheim wieder Carlos Medlock suchen wird, wobei das dann auch von der Verteidigung von Karlsruhe abhängt und wie Thorsten Daumer jetzt seine Jungs aktiviert. Die natürlich sagen, stellt Medlock zu, dann wird er sich sehr, sehr schwer tun. Aber auch ein Grow kann mal ein Go-To-Guy sein. Ein Moore kann die entscheidenden Punkte machen. Ist für mich spannend. Und wir haben auch noch Stevie Johnson auf der Bank, der, wenn es in die Crunch-Time geht, auch immer für 4-5 Punkte gut sein wird. Die Frage ist, auf welche Schultern legt die Last jetzt Thorsten Daumen bei der BG? Ich glaube, die Schultern, auf die sie gern gelegt werden, die kennt man auch hier in Crailsheim nur zu gut. Ruben Rössler in der Schlussphase natürlich immer an Spielstation. Jetzt hier auch mit schnellen Händen. Aber es sind mittlerweile mehr Spieler in dieser Mannschaft, die in dieser Schlussphase auch die Verantwortung tragen könnten. Lamont McIntosh mit seiner Erfahrung sicher ein Kandidat dafür. Aber auch PJ Bannister, der nicht schlecht gespielt hat im vierten Viertel, der die BG auch ein bisschen drin gehalten hat mit seiner Aggressivität zum Korb. 3 Sekunden noch auf der Uhr. Der Korb zählt nicht mehr, das war schon durch. Ja, der Ball war nicht am Ring. Deshalb Chance vertan, hier auf 4 Punkte Vorsprung zu gehen bei 1,40. Und im Gegenzug hat jetzt die BG wieder die Chance zum Ausgleich. Und ich habe einfach mal ein Auge auf Ruben Rössler. Der dirigiert erstmal. Ja, wenn es drauf ankommt, ist ein Ruben Rössler einfach da. Und plötzlich ist die BG wieder in Führung. 1,20 noch. Jetzt ist der Hexenkessel hier gefragt. Ja, definitiv. Das war jetzt wirklich so der Hallo-Wach-Effekt für die Karlsruhe. Vielleicht auch der Hallo-Wach-Effekt für Ruben Rössler selbst. Starker Stil von Bannister. Und auch der Korbleger. Richtig, richtig gut zu Ende gespielt. Ja, und so schnell führt dann Karlsruhe mit 3 Punkten. Und es sind jetzt noch 55 Sekunden zu spielen. Und jetzt sind wir wirklich in der Crunch-Time, die wir vorhin schon so, so oft angesprochen haben. Und auf wen kommt es an? Ich wollte sagen, Andi Kronert nimmt mit Sicherheit nicht den 3-Punkte-Wurf. Viel Kontakt, aber die Schiedsrichter lassen es laufen. Noch 37 Sekunden, die BG 3 Punkte. Das war wirklich sehr viel Kontakt. Bisschen Glück für Bannister, der wirft hier Kronhardt. An die Nase. Ball an die Nase, sicher keine Absicht. Auszeit. Halbe Minute haben wir noch zu spielen. Und vielleicht haben dann Merlins auch jetzt ein kleines Essen-Déjà-vu. Das kann natürlich auch sein. Ja, und da melden sich auch die Karlsruher Fans zu Wort. Essen-Déjà-vu. Glaubst du, dass bei Crailsheim diese eine Niederlage im Schlussviertel dann doch hängen geblieben sein könnte? Ja, ich kann es mir schwer vorstellen. Mit dem Lauf im Rücken von 11 gewonnenen Spielen hast du immer ein Viertel, was mal kacke läuft. Sorry für das Wort.
Aber bitter ist es, wenn es dann im vierten Viertel in einem engen Spiel ist. Beziehungsweise so eng war es gar nicht, die waren mit 20 vorne. Wenn du mal so ein Viertel in der im ersten Viertel hast, dann kannst du es kompensieren. Na, ich glaube es nicht. Wenn ich jetzt hier nichts sehe von Darren Stackhouse und Will Young sehe, die sind doch noch relativ ruhig, werden die Mannschaft nochmal an ihre Stärken erinnern. Es sind noch 29 Sekunden. Es sind 3 Punkte Unterschied. Wenn ich die 3 Punkte Quote anschaue, könnte es mir ein bisschen bange werden. Wenn ich aber weiß, wie die Mannschaft spielen kann, ist hier noch alles drin. Aber natürlich sieht auch Karlsruhe jetzt Licht am Ende des Tunnels. Wenn du jetzt der Crailsheimer Coach wärst, es sind noch 14 Sekunden auf der Wurfuhr, 30 Sekunden zu spielen. Hart verteidigen, faulen, damit man schnell im Ballbesitz kommt? Keine Ahnung. Dann ist gut, dass du nicht unten an der Linie sitzt. Darum bin ich auch hier oben, ja. Ja, mein Wunsch wäre, über hier ein schönes Setplay zum Erfolg zu kommen. Der Mannschaft wieder ein bisschen die Frage, was somit beantwortet. Ja, sie haben sich fürs Foulen entschieden, haben sich jemanden ausgesucht, der nicht für seine überragende Quote bekannt ist. Heute aber, glaube ich, ganz gut von der Linie getroffen hat, Jeremy Black. 3 von 4. Und das war das 5. Foul von Andy Kronhardt. Ob das so geplant war, ist natürlich eine andere Frage. Das war vielleicht geplant, Black zu faulen. Und jetzt müssen die Mörlins doppelt wechseln, damit 2 Deutsche auf dem Parkett sind. Polas geht mit raus. Der angesprochene Stevie Johnson ist wieder zurück in den letzten 30 Sekunden. Aber ich glaube, das war nicht geplant. Nee, eher nicht. Da hat doch ziemlich viel gefehlt. Man, den Ring hat er getroffen. Immerhin. Der zweite sitzt, 4 Punkte Vorsprung. Im zweiten Versuch hat er es dann doch deutlich besser gemacht. Crailsheim nimmt wieder eine Auszeit. Kommt für mich persönlich jetzt doch etwas überraschend. Gerade direkt nach der Auszeit gefoult. Jetzt erneut eine. Was wird jetzt besprochen? Es ist mit Phil Fried natürlich auch noch ein Shooter im Spiel, der mit 2 von 6 Dreiern also nicht unbedingt das Händchen gefunden hat. 1 von 5 aus dem 2-Punkte-Bereich. Es ist aber nicht zwingend ein Dreier, den die Mörlins jetzt brauchen. Nee, gar nicht. Ich gucke mir gerade die Statistik an. Wen könnte ich schicken? Ich würde Jormann Polas schicken, aber der ist auf der Bank. Hat aber einen guten Tag bisher. Polas, starkes Spiel gemacht. Ja, 14 Punkte, 5 Rebounds. Wichtig für Crailsheim wird jetzt vor allem eins sein, wahrscheinlich schnell abzuschließen. Ja, schnell abzuschließen. Ja, richtig. Und dann vermute ich einfach nochmal zu faulen. Da gehen wir jetzt fast von aus. Werden sie nicht drumherum kommen. Es sei denn, die BG wäre so unclever, jemanden beim Dreier zu faulen und er trifft ihn noch. Justin Joe am Einwurf. Auch die BG hat sich entschieden. Taktisch gar nicht unklug, denn die Mörlins können maximal auf 2 rankommen. Nochmal Ballbesitz. Dann werden die Mörlins wieder faulen, vermutlich. Da kann das noch ein lustiges Hin und Her werden. Ja, es könnte jetzt ein zäher Abend werden. Zäh. Wenn es allerdings nach der Freiwurfquote bisher geht, würde ich sagen, hat die BG die besseren Karten. Ja. 15 von 19. Die Mörlins 14 von 21. Aber Matlock ist sicher ein Spieler, der in dieser Phase die Nerven hat. Er hat sie oft gehabt. Und behält sie auch. Bleibt bei 100% Auszeit. Karlsruhe, das wird noch ein munteres Spiel. Ja, Crailsheim hat keine mehr. Dementsprechend, also so viele Auszeiten werden wir jedenfalls nicht mehr sehen. Die BG hat danach noch eine übrig.
24 Sekunden, was jetzt passiert, da können wir uns relativ sicher sein. Crailsheim wird versuchen, den Einwurf so aggressiv wie möglich zu verteidigen, um vielleicht den Ball zu klauen, selber die Chance zu haben. Die BG wiederum wird versuchen, den Ball zu einem starken Freiwurfschützen zu bekommen, dass sie davon ausgehen muss, dass Crailsheim zumindest die Uhr stoppen wird. Ja. Dem kann ich so nichts hinzufügen. Wir sehen es auch gerade. Thorsten Daume ist noch nicht zu seiner Mannschaft gelaufen, sondern hat sich nochmal mit Javon Harris besprochen. Das ist quasi, der war schon in der Zeit, in der er nicht verletzt war als Spieler, so sein verlängerter Arm auf dem Feld. Okay. Und das hat sich jetzt nicht geändert. So, es geht in die letzten 24 Sekunden in diesem Spiel. 62-64. Führt die BG hier in der Hackbro Arena. Bei der BG geht es ja in den nächsten Wochen um alles oder nichts. Es wären zwei sehr, sehr wichtige Punkte, die wir mitnehmen können. Sollte die BG ausgerechnet beim Tabellenzweiten, beim heimstarken Tabellenzweiten den Umschwung schaffen, das käme schon sehr, sehr überraschend. Sicher auch für viele Fans hier in der Halle. Ja, für mich auch. Für dich wahrscheinlich auch ein bisschen. Für mich auch ein wenig, wobei ich ja gesagt habe, dass die BG lange dran bleibt, habe ich ihnen durchaus zugetraut, dieses Potenzial ist da. Und man muss auch sagen, während Rössler jetzt an die Linie geht und den ersten verpasst, auch Crailsheim war sich darüber bewusst. Die haben schon im Vorbericht geschrieben, der Kader liest sich wie das Who is Who der Proa. Ja, ich habe im Vorfeld mit einem Fan gesagt, das liest sich wie so ein All-Star-Game. All-Star-Team der letzten 1, 2, 3 Saisons. Viel Druck in der Defensive. Da hat viel gefehlt. Matlock. Das war's. Das war's. Das war's. Die BG gewinnt hier mit 3 Punkten. 62-65. Am Ende reichen 3 Würfe der Merlins nicht aus, um hier noch auszugleichen. Es ist die zweite Niederlage in Serie der Merlins. Und ein kleines Hoffnungslichtchen für die BG gegen den Abstieg. Ja, die Situation ändert sich plötzlich total, wenn man diesen Spielern hier in die Augen schaut. Die sind so erleichtert, glaube ich. Auch Thorsten Daume. Da werden Fäuste geballt, da wird gejubelt. Die wissen, wie wichtig dieser Sieg war, um vielleicht doch noch Hoffnung zu haben im Abstiegskampf. Gerade mit den Niederlagen der anderen Teams. Heißt natürlich jetzt nur noch 2 Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Und jetzt 4 Heimspiele in den letzten 5 Spielen. Also die Hoffnung ist irgendwie wieder zurückgekehrt. Sie haben sich, muss man auch klar sagen, heute da reingekämpft. Das war kein Spiel, das spielerisch gewonnen wird. Das war ein reiner Kampf. Ich muss auch sagen, natürlich finde ich schade, dass die Merlins heute verloren haben. Aber ich wünsche mir auch, dass die BG in der Liga bleibt. Denn einfach Karlsruhe ist ein Basketballstandort, der Tradition hat. Und genau aus diesem Grund freue ich mich, wenn die BG bleibt. Und was bleibt uns noch zu sagen? Im Anschluss übertragen wir natürlich noch die Pressekonferenz aus der Ingenia Lounge hier bei Merlins TV, beziehungsweise auch im Stream bei Baden TV. Wir lassen Sie mit den Bildern kurz alleine. Ich bedanke mich bei dir, Pascal. Mir hat es riesen Spaß gemacht, mit dir zu kommentieren. Auch wenn aus meiner Sicht natürlich das Ergebnis ein kleines bisschen in der falschen Richtung war. Aber ich hoffe, wir sehen uns hier wieder. Ich hoffe. Hängt wahrscheinlich jetzt auch von den nächsten Spielen ab. Dann vielleicht schon in der nächsten Saison. Nicht in den Playoffs unbedingt, aber... Genau, wobei man auch sagen muss, euch hat es ja jetzt nicht so sehr wehgetan, dieses Spiel zu verlieren. Platz 2 ist immer noch gesichert. Die nächsten hinten dran sind schon einige Punkte weg. Ja, natürlich, trotzdem ist es schade, gegen den Tabellenletzten zu verlieren, das muss man so sagen. Aber es war ein sehr kampfbetontes Spiel. Und ja, mit 3 Punkten ist dann schade. Das Spiel wurde auch nicht im vierten Viertel verloren. Das Spiel war einfach einer sehr schlechten Quote geschuldet. Wir nehmen so hin, freuen uns auf das nächste Heimspiel hier in der Hackbro Arena. Euer nächstes Spiel ist wann? Am kommenden Wochenende geht es dann zu Hause gegen Jena. Dabei viel Erfolg. Auch ein ganz wichtiges Spiel. Ich bedanke mich bei der Gelegenheit auch nochmal beim ganzen Team von Merlins TV. Hat richtig Spaß gemacht bei euch hier. Ich hoffe,
Ich bedanke mich auch bei allen Zuschauern. Wie gesagt, mit der Pressekonferenz gleich nochmal zurück.